liebe Zuhörende, Zuschauende, liebe Anwesende, einen sehr herzlichen Dank für diese liebevolle Begrüßung und jetzt auch die Einstimmung in ein Thema, das sich von dem Blick nach außen, wie es in den vergangenen Tagen waren, jetzt etwas mehr nach innen wenden möchte, nämlich mit der Frage, was ist, was bedeutet und auch welche Wirksamkeit hat ein meditativer Erkenntnisweg Meditation, der meditative Erkenntnisweg der Anthroposophie. Und wenn wir diese Frage berühren, dann beschäftigt das Thema Meditation eine große Anzahl von Menschen. Wenn wir zunächst in der Medizin schauen, dann gibt es derartig viele Publikationen, was Meditation bewirken kann als übendes Verfahren in der Heilkunst, wo wir bemerken, Meditation hängt irgendwie mit dem Heilen zusammen. Wir kennen Ergebnisse des meditativen Arbeitens, die für die gesamte Dreigliederung unseres Organismus relevant sind, für das Nervensystem, die relevant sind für das, was unser Herz, unser Blutdruck, unser kardiovaskuläres System bedeutet, aber auch für Stoffwechselprozesse. Und wir merken, Meditation hat etwas zu tun mit dem Heilen. Und interessanterweise hat das Wort Mederi, nämlich heilen, woher auch Meditation lautmalerisch gewissermaßen kommt, ja etwas zu tun mit dem Wort Medizin. Und wir sehen, wie das Heilende sich auch verbindet mit dem, was innere geistige Aktivität gerade im Meditieren des Menschen ist. Und dann gibt es Menschen, die brauchen etwas wieder, wie komme ich zu mir selbst? Wie kann ich mit dem Stress in meiner Seele umgehen lernen? Wie bringe ich, so las ich neulich, das Kopfkino wieder zur Ruhe? Also wie komme ich, um ein wichtiges Wort auch der Anthroposophie zu gebrauchen, zu dem Seelengleichgewicht, was gewissermaßen uns in der Mitte halten kann, was uns zentriert. Und dann haben viele Menschen eine spirituelle Suche, diese große Frage, was verbindet mich mit der geistigen Welt? Was gibt mir innere Werte für mein Leben? Und alle Berufe, gerade auch medizinische oder auch die pädagogischen, aber ich würde auch sagen, in heutiger Zeit besonders auch landwirtschaftliche und andere Berufe, Berufe, die auch aus der Anthroposophie inspiriert worden sind, die brauchen nicht nur professionelle Kompetenz, sondern sie brauchen eine ethisch-spirituelle Kompetenz. Und wie komme ich zu diesen Fragen, was Werte sind, was ethische Grundlagen sind? Und beispielsweise eine zentrale innere Arbeit, die gerade für Therapeuten und Ärzte gilt, ist überschrieben mit der Frage, wie finde ich das Gute? Also nicht die Wissenschaftsfrage, was ist wirksam, sondern darüber hinaus, wie finde ich für den individuellen Menschen das Gute? Und da merken wir, aus der Kontextualität Wissenschaft, Evidence-Based Medicine, kommt jetzt eine andere nach dem Moralischen. Und wie bilden wir uns aus? Wie kriegen wir Anschluss an die Quellen, die uns zu diesen moralischen Wertsetzungen führen? So haben wir drei große Ausrichtungen. Und wenn wir die jetzt etwas einführen in Richtung der anthroposophischen Meditation, dann ist es schon interessant, dass Rudolf Steiner die anthroposophische Meditation mit einem ganz knappen Satz anführt und einführt, nämlich Meditation sei ein Weg vom Leben in Gedanken zum Leben in geistiger Wesenheit. Also dieses Verbinden, dieser Erkenntnisweg, nicht nur eine stimmungsmäßige Verbindung, sondern ein Erkenntnisweg, der eben dieses Geistige im Menschenwesen mit dem Geistigen der Welt, des Weltenalls verbinden möchte. Also in dem Sinne eine erste Zielrichtung meditativen Lebens. Und dann haben wir eine zweite, wo es darum geht, nicht nur,
wie werde ich und komme ich zu immer besseren Erkenntnissen in meinem Beruf, in meiner Tätigkeit, sondern jetzt die Frage, wie werde ich immer mehr Mensch? Wie kann ich wahrer Mensch werden? Und das spüren wir, glaube ich, in der Gegenwart bei uns selbst und vielen anderen, wie wir diese Frage nach dem Menschwerden wirklich noch ein bisschen Luft nach oben haben. Wie können wir da durch eine innere verwandelnde Arbeit einen Weg beschreiten, der sich immer mehr dem Menschwerden zuwendet? Und dann berührt es einen schon sehr. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, das Heilende der Meditation, dass so früh in der anthroposophischen Medizin die Meditation und das Heilen zusammengeführt worden sind. Wir gehen in wenigen Wochen 100 Jahre anthroposophische Kliniken entgegen, wo tatsächlich 100 Jahre der anthroposophische Klinikimpuls verwirklicht werden konnte. Und in dieser Betreuung von Patienten vor 100 Jahren, durchgeführt von Ita Wegmann, ihren Kolleginnen, Kollegen, aber auch inspiriert durch die Arbeit Rudolf Steiners, da kam etwas hinzu, was mit Patientenmeditationen überschrieben worden ist. Also schon da gehörte zu einer anthroposophischen, zu einer integrativen Medizin das innere Üben, dieses Verbinden des Erkenntnisweges mit den Heilungskräften des Menschen. Und so haben wir gewissermaßen eine Ebene, wo wir sagen können, Meditation wendet sich zum Erkennen, mehr zu dem Lichtelement, möchte ich das mal sagen. Wir sehen ja viele Dinge ein. Wir merken, in unserem Denken lebt etwas wie Licht. Und dann haben wir etwas, was mehr in die Wärme hineinführt, in die Wärme unseres Menschseins. Und schließlich etwas, was mehr dazugehört, was das Leben ist. Denn Leben und Heilen sind eng miteinander verbunden. Und diese Kraft des Meditierens, die bis zu der Lebenssphäre reicht, hat gerade auch eine ganz wesentliche Bedeutung. Und wir spüren, wie wir auf das Wesen der Meditation vor diesen drei Aspekten blicken können. Dem Weg, wie entwickle ich mich in Richtung des Erkennens, meditativer Erkenntnisweg. Wie kommen neue Ideen in mein Leben? Wie finde ich zu neuen Inspirationen? Das zweite, wie gestalte ich mein Menschsein, aber auch im Zwischenmenschlichen? Wie bilde ich Brücken zum anderen Menschen? Und drittens, wie verstärke ich Lebens- und Wirkenskräfte im Leben? Und wenn wir diese drei Aspekte vor uns hinstellen, dann merken wir, dass es auch drei große Lebenssituationen von Menschen gibt, wo diese Frage nach Meditation besonders erwacht. Und die erste ist die, wenn Menschen in ihrem Leben Sinnsuchende sind. Und es gibt viele Situationen in unserem Leben. Und gerade wenn ich daran denke, an viele Patienten, die ich behandle oder behandelt habe, wenn dort schwere Erkrankungen in das Leben eintreten, schwere Herausforderungen auf einmal wirksam sind, dann entsteht etwas wie eine Dunkelheit. Wie geht es weiter? Werde ich das nächste Weihnachten noch erleben? Was sind Perspektiven? Und da kommt ein ganz wichtiger Satz zum Tragen, den wir Nietzsche verdanken, der aber auch gerade Viktor Frankl innerlich bewegt hat. Nämlich, wer ein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Und diese Frage nach dem Warum ist eine ganz entscheidende. Und Menschen stellen sie, warum und was sind Perspektiven? Und ich möchte gerne jeden, der Viktor Frankl nicht kennt, empfehlen, gerade diesen Wiener Psychiater und Neurologen Anfang des letzten Jahrhunderts, ich glaube 1906 geboren, ihn mal kennenzulernen und gerade auch sein so millionenfach verkauftes Buch und trotzdem Ja zum Leben sagen kennenlernen. Und da entwickelt dieser Mensch, der den Holocaust erlebte,
der durch 4 Konzentrationslager hindurchgegangen ist, der wie kein anderer, möchte ich es fast sagen, dieses Leid durchkosten musste und die Frage nach dem Warum seiner psychotherapeutischen Richtung wie zugrunde legte, dass wir in der Richtung neue Inspirationen brauchen, Neues brauchen, auch in Richtung von weiterführenden Dingen, die ein Licht werfen. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass Viktor Frankl seine Philosophie und seine Psychologie nicht eine Tiefenpsychologie genannt hat. Er hat sie auch nicht eine Verhaltenstherapie genannt, sondern er hat sie genannt eine Höhenpsychologie. Also etwas, was als Sinn hereinleuchtet in eine Situation, wo sonst eher Finsternis und Perspektivlosigkeit, Sinnverlust besteht. Und die meisten Gründe für eine Frage, die uns gesellschaftlich ja so enorm derzeit bewegt, gerade nach dem assistierten Suizid, ist nicht die Frage der unbezwingbaren Symptome, sondern eine Frage der Perspektive des Sinns. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir eben Menschen Möglichkeiten geben, Perspektiven geben, wo kann Sinn liegen, was führt über diese Schwelle, wo eine Finsternis ist, hinein in neue Perspektiven. Da gibt es berührende Beispiele. Und Menschen, die gerade in der Meditation etwas suchen, haben diese innere Hoffnung, dass sich durch eine innere meditative Arbeit die Seele öffnet und dass etwas an neuen Gedanken, an neuen Licht in den Weg hineinleuchtet, den sie zu begehen haben. Also das ist das eine, die Frage nach dem Sinn, nach neuen Perspektiven im Leben. Und dann gibt es etwas anderes, nämlich auf die Seele des Menschen bezogen, wo man merkt, wie es uns eigentlich derzeit seelisch geht, wie viele Menschen an einer seelischen Leere, an einem depressiven Leiden. Und ich war schon sehr berührt, dass der Präsident des Weltärztebundes, Eidelman, 2018 etwa gesagt hat, dass ca. 50% der Ärzte weltweit an Burnout leiden, an einer inneren Leere, an einer Entfremdung in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wenn man sagt, Weltärztebund 1947 begründet, Mitglieder hat er ungefähr 10 Millionen. Das ist schon eine ganz schön große Zahl. Und dann hatten wir gerade neulich ein Webinar zur anthroposophischen Onkologie und da wurden auch Zahlen gesagt, wie geht es eigentlich den Krebsärzten? Und da kommt auch raus 40-50% Burnout. Symptome des Burnouts. Und jetzt muss man sich doch fragen, wie geht es denn einer Medizin und einer Heilkunst, die Menschen so krank macht? Und was können wir tun? Was ist ein Suchen, dass wir da heilende, innerlich inspirierende, wärmende Kräfte, erfüllende Kräfte hereinbringen? Nicht nur die Frage, was brennt uns aus, sondern für was entzünden wir uns? Diese Qualität innerlich zu entwickeln und dort eine Art Richtung zu fühlen, in der das Leben gehen kann. Und dann haben wir eine dritte Situation, die mit der Meditation zusammenhängt. Und das ist die, wie bekommen wir Wirkenskräfte, wie bekommen wir Mut in bestimmten Lebenssituationen, weil wir haben eine Pandemie der Furcht und Angst. Und viele Menschen, die das innerlich fühlen, wie wirklich pandemisch, nicht nur SARS-CoV-2, sondern eine Pandemie seelisch gesehen von Angst und Furcht besteht. Wie kommen wir aus dem heraus? Wie können wir Mutkräfte entwickeln? Und ich muss schon sagen, da ich nun gerade aus München komme, ich habe mir wieder in der Universität dort, in der Leopoldstraße, den Ort angeschaut, wo Sophie Scholl, Hans Scholl gedacht wird, wo dieser Pflasterschein mit den Flugblättern in den Boden eingelassen worden ist. Und wenn man dieses junge Leben von der Sophie Scholl anschaut und diese Mutkräfte, die bis in den Tod hinein führen und wo
der Henker dann sagt, so mutig sterben hat er noch nie einen so jungen Menschen gesehen, dann spürt man, was sind da für innere Kräfte? Woher kommen diese Kräfte, die etwas aufrichten, etwas Aufrechtes gerade für Mitteleuropa repräsentieren? Wenn man sich ein bisschen in ihre Biografie hereinfühlt und dann merkt, wie sie innerlich verbunden war, gerade so um ihr 20., 21. Lebensjahr herum, wie mit einer Wende, mit einem alten Kirchenvater Augustinus, der in seiner Frühzeit auch dem Manichäismus zugehörte, dann merkt man, eine bestimmte spirituelle Suche war auch dort gewissermaßen wie Lebenskraft, Willenskraft, Mutkräfte weckend. Und ich denke, wir müssen uns fragen, wie können wir diesem Zweifel an dem Sinn des Sinnverlusts begegnen? Wie können wir die Seele erfüllen aus dem, was gewissermaßen leere Depressivität ist? Und wie bekommen wir innere Kräfte für die alltägliche Arbeit, die hereinführt in das Leben, Mutkräfte? Und diese Beziehung des Meditativen, dort Anschluss zu finden, ist, denke ich, eine ganz zentrale. Und viele Menschen machen innere Meditationen, um zu diesen Quellen für ihr Menschsein, ihr Wirken, ihr inneres seelisches Leben, die nötigen Kraftquellen zu finden. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie sind die Voraussetzungen für ein solches Meditieren? Was sind innere Qualitäten, die uns in der Meditation begegnen und die wir innerlich auch entwickeln können? Da möchte ich Ihnen gerne 5 verschiedene Qualitäten, die für mich wichtig geworden sind, einmal nennen. Gewissermaßen wie Grundeigenschaften, die zu dem Meditieren gehören. Und das erste ist die Qualität, dass man sich konzentrieren lernt. Das ist natürlich erstmal nichts Neues. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Übung macht, wie eine tägliche Rückschau, und damit mal anfängt, das Leben, was so kostbar ist, was einen Tag wie eine Lebensperle, wir leben etwa 25.920 Tage, haben eine Kette von so vielen Perlen, und dort einmal eine solche Perle am Abend rückwärts bildhaft durchzugehen. Und wenn man dann abends müde im Bett sitzt, dann merkt man auf einmal, bis zum Mittag ist man vielleicht gekommen und dann hat einen wohlig der Schlaf umfangen. Also da kann man sagen, ist es nicht ganz gelungen mit der Konzentration. Und es ist schon sehr interessant, wenn wir Patienten behandeln, die gerade Schlafstörungen haben. Etwa 25-30% der Menschen in Europa klagen über Schlafstörungen. Es ist also nichts Seltenes. Wir haben schulmedizinisch keine guten Arzneimittel dafür. Wir haben anthroposophisch einige Arzneimittel, die hilfreich sein können. Aber ganz wichtig sind auch innere Übungen. Wie bereitet man sich vor auf diesen Schwellenübertritt von der Tageswelt in die Nacht? Und da ist diese Rückschau etwas sehr Hilfreiches. Das Leben einmal durchzugehen. Es ist dann so nett, wenn Patienten einem erzählen, es hat leider nicht geklappt. Ich habe es nämlich wirklich nur bis Mittag geschafft und dann bin ich eingeschlafen. Und da merkt man, wie da eine innere Kraft, eine innere Konzentrationskraft in den Raum hineingehört, der mit der Meditation zusammenhängt. Und eine nächste wichtige Eigenschaft ist, wie bringe ich Willen, wie bringe ich Wärme des Willens in meine Gedankenwelt. Wir haben eine komplett informationslastige Abstraktion über informationsüberladende, mit Take-Home-Messages angereicherte Bewusstseinswelt. Wie trage ich Wille herein? Wie verbinde ich mein Ich-Wesen mit dieser Kraft der Seele, mit diesem Meditieren? Da gibt es eine wichtige Übung, die Steiner einmal empfiehlt, nämlich wenn man sich einen Punkt vorstellt, zum Beispiel einen blauen Punkt, und diesen blauen Punkt zu einem blauen Kreis werden lässt und dann dasselbe wieder zurückmacht. Und wenn man das dann schon ein bisschen kann, dann kann man eine zweite Metamorphose nehmen, nämlich einen schönen blauen Kreis und in der Mitte einen gelben Punkt, und dann wird aus dem gelben Punkt der gelbe Kreis,
aus dem blauen Kreis wird der blaue Punkt. Und dann merkt man, wenn man das innerlich übt, ein Atmen in der Seele. Und man merkt, diese Bewegung, dieser Wille, man muss es selber tun. Kein Mensch macht es für einen. Es ist ein inneres Hereinführen des Willens in die Seele. Und wir sind sehr stark in Abstrakten. Und abstrakt heißt an sich abgezogen von dem Reellen und dem Wirklichen, wie abgezogenen Gedanken. Und wir brauchen wieder ein Verbinden, wo Herzkräfte, Willenskräfte, Wärmekräfte in unser Denken hineinkommen. Eine bewegende Willensübung für das Meditieren. Und dann gibt es eine sehr wichtige dritte Qualität. Und diese dritte Qualität, die wird einmal sehr schön beschrieben von Steiner auf die Frage, was eigentlich Meditation sei. Und die heißt gesteigerte Hingabe. Also Hingabequalität. Wir sind sehr oft im Kommentierungsmodus mit drin, wo wir hier einen Gegenstand haben und ihn dann gedanklich irgendwie kommentieren. Aber wo verbinde ich mich? Wo öffnet sich das Herz, wo öffnet sich die Seele, dass sie sich mit einem geistigen Inhalt verbindet und ihn in sich trägt und nicht in dem Kommentierungsmodus nur von außen kennt? Also dieses sich verbinden lernen mit etwas Geistigem, diese Hingabequalität, man kann vielleicht auch sagen Liebequalität, ist etwas ganz Entscheidendes. Und ich glaube auch, dass an dieser Stelle ein weiteres dazugehört, was eine weitere Qualität, nämlich die Geduld. Weil meditativer Erkenntnisweg und jede Entwicklung braucht Geduld. Und jede Ungeduld ist immer im gewissen Sinne eine Frühgeburt, die einer besonderen Therapie und Besorgung irgendwo bedarf. Aber wir brauchen eine innere Geduldskraft, um wirklich etwas reifen zu können, lernen zu lassen. Und dann gibt es eine ganz wichtige vierte Eigenschaft. Die erste war die Konzentration, die zweite war der Wille, die dritte war diese Hingabe. Jetzt kommt eine, die für viele Menschen erstmal ungewohnt klingt, nämlich Verehrung. Wie kriegen wir das hin, dass wir ein verehrendes Verhältnis gerade zur Wahrheitsfrage, zur Erkenntnisfrage entwickeln? Und da muss man sich natürlich mal fragen, warum spielt das eine Rolle? Hauptsache, man findet das Richtige und Wahre. Da gibt es einen sehr wichtigen Gedanken, wenn man nämlich sich klar macht, was passiert, wenn man mal etwas richtig gut eingesehen hat, wenn einem das Licht der Erkenntnis aufgegangen ist, diesen Moment, dann gibt es etwas, was man nennen kann reine Freude. Also wenn man sieht, wie ein Kind beispielsweise was Neues lernt, was Neues greift und dann diese Freude im Gesicht, dann merken wir, wie dieses Erkennen etwas mit der Freude verbunden ist, aber einer reinen Freude, vielleicht im Schiller-Beethovenschen Sinne, ein reiner Götterfunke. Und dann gibt es aber etwas anderes. Also wenn Sie sich vorstellen, 30 Menschen, 60 Menschen, irgendjemand stellt eine Frage, der Erste hat es rausgekriegt, dann steht sofort ein Schattenwurf zu dieser reinen Freude. Und das ist ein bisschen Überheblichkeit. Eher noch nicht. Irgendwann selber hat es dann schon doch geschafft. Und das ist der Schattenwurf des Fortschritts, des Erkennens, dass immer die Gefahr, die Tingierung der Überheblichkeit kommt. Und jetzt kann man sich fragen, ist es denn so schlimm? Wir sind doch alle Menschen. Wenn wir da ein bisschen überheblich sind, dann ist es halt mal so. Aber Überheblichkeit erzeugt Zufriedenheit, stoppt weiteres Fragen. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich irgendwie glaube, die Welt verstanden zu haben und damit zufrieden bin, dass halt Big Bang der Ursprung war, dann stoppt irgendwo weiteres Fragen. Und so merkt man, diese Überheblichkeit ist nicht nur eine moralische, sag mal, Herausforderung für den Menschen, sondern stellt auch ein Erkenntnishindernis dran. Wir brauchen wieder die Fähigkeit zum Verwundern, zum Staunen, eben zu dem Verehren,
was uns umgibt, eine ganz andere Gestaltung unseres Verhältnisses zur Welt. Und dann bemerkt man, dass so ein Buch von Steiner, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, eben mit einem großen Bild beginnt. Einem Tor der Demut und einem Pfad der Verehrung. Und das kann man sich innerlich so vorstellen, dass man bei jeder Erkenntnis durch ein großes Tor geht. Und das sollte nicht das Tor des Hochmuts sein, weil dann bleibt man so ein bisschen davor stehen, sondern eher Bescheidenheit und auch ein inneres Wissen von der ganzen, vielleicht Unzulänglichkeit. Und dann ein Weg gehen der Verehrung gegenüber Wahrheit und dem Erkennen. Das ist gewissermaßen eine nächste wichtige Kraft. Und wenn man das gewissermaßen zusammenführt in einer fünften Eigenschaft, dann gehört diese fünfte Qualität, die mit dem Meditieren verbunden ist, dazu gehört das Erwarten. Also wenn gewissermaßen eine Meditation in der Seele verklungen ist, dass man dann eine Offenheit hat, was möchte kommen, welche neuen Gedanken entstehen. Und wenn ich das kurz zusammenfassen darf, dann haben wir von der Konzentration gesprochen. Wir haben von diesem Willen gesprochen, das bewegende Element. Wir haben von dieser Hingabe gesprochen in der Meditation, von dem Verehren und dem Erwarten. Und jetzt ist es so, dass das Qualitäten sind, die Rudolf Steiner beschreibt als fünf, oder wenn wir sie zusammengefasst nehmen, sechs Eigenschaften, die wir üben können in der Seele, wo es zunächst um die Konzentration geht, aber genauso auch um die Entwicklung des Willens in unserem Leben, wo wir uns fragen können, wie öffnen wir unser Fühlen, dass es Verbindung schafft zu dem, was ist die Bedeutung des Verehrens, des Anschauens, des Bewusstwerden, des Positiven und wo erlernen wir was Neues, wo können wir etwas innerlich erwarten. Und dadurch kommt ein Fünfstern heraus, der mit diesem meditativen Leben verbunden ist, der aber auch zusammenhängt mit Übungen, die wir ganz in unserem alltäglichen Leben gestalten können und die den Namen tragen der sechs Eigenschaften. Vor etwa einer Woche haben wir einen 150. Geburtstag gehabt. 6. Mai, Christian Morgenstern. Vielleicht haben einige Menschen an ihn gedacht. Der war von diesen sechs Eigenschaften so angetan und sie haben ihn so innerlich impulsiert, dass daraus ein wunderbares Gedicht entstanden ist. Und dieses Gedicht, das möchte ich Ihnen gerne sagen, weil es auch etwas sein kann wie eine Wortmeditation, die uns vertiefen kann in das, was Entwicklung der Seelenkräfte bedeutet. Und sie heißt: Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken, des Willens Herr, nicht mehr in Willensfrone, der flutenden Empfindung Maß und Meister, zu tief, um an Verneinung zu erkranken, zu frei, als dass Verstocktheit in ihm wohne. So bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister, so findet er den Pfad zum Thron der Throne. Christian Morgenstern, früh an Tuberkulose erkrankt, etwa mit 40, 42 Jahren daran gestorben. Wenn man sich jetzt fragt,
Was sind die Früchte dieses Meditierens und was kann man innerlich vielleicht erfahren und vielleicht auch beobachten, dann möchte ich das gerne darauf beziehen, was einem im Alltag begegnen kann. Und da denken Sie sich mal eine Situation, wo Sie mit einem Menschen zusammen sind und als Arzt hat man viele Patientenkontakte und da wird irgendwas beschrieben, wie es ihm nicht gut geht und alles Weitere. Und dann sitzt vielleicht der eine ratlos und hofft auf eine Antwort und der andere guckt und sagt, wenn ich doch mal einen guten Einfall hätte. Und dann gibt es einen total glücklichen Moment, wo etwas Neues auftritt, wo etwas Neues entsteht, was der Patient oder der eine vorher nicht wusste und auch ein noch so netter und schlauer Arzt auf der anderen Seite auch nicht wusste und wo etwas Neues geboren wird. Wie kommt Inspirationsfähigkeit zustande? Wie wird man dafür fähig, nicht nur zu sagen, ja, heute war es halt nicht, sondern wie kann man die Seele so öffnen, dass sie inspirationsfähig wird? Und da gibt es eine schöne Beobachtung, die Menschen gemacht haben, wo man mal sich gefragt hat, wann sind im Leben die besten Gedanken gekommen? Und da gibt es die Somnologie, die Schlafheilkunde, und die hat herausbekommen, was uns vielleicht jetzt nicht so sehr überrascht, aber was dann doch für viele erstaunlich ist, es sind die Morgenstunden. Also in den Morgenstunden kommen gute Ideen. Und zwar beispielsweise hat Hilpert für die Übersetzung Steins Nebukadnezars in den Morgenstunden den lösenden Gedanken. Dann Mendelejew, Periodensystem der Elemente, Morgenstunde. Dann dieser Benzolring, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Äffchentraum aus dem Schlaf heraus entstanden. Also wir bringen, wenn wir aus einer anderen geistigen Welt kommen, in dieses Leben hinein, wir bringen da Inspirationskraft mit, aber nicht in dem Moment, wo der Wecker schrillt und man sich gequält aus einer warmen Bettumgebung herausarbeitet, sondern wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, wenn die Seele sich wieder dem Tag zuwendet, dann kann ein Nachklingen stattfinden. Und ich habe eine sehr nette Kollegin, die hat mir einmal gesagt, sie ist so kurz vor dem Erwachen schon bewusst gewesen, merkte, sie konnte auf einmal alles denken, alles war klar. Und als sie da angekommen war, im Hier und Jetzt, war alles weg und irgendwas mühsam noch irgendwie erinnerlich, aber diese Fülle ist nicht mehr da. Und unser normales Tagesbewusstsein, das erzählen auch die Nahtoderfahrenen, hat eine einengende Qualität, nicht eine erweiternde Qualität. Und wir kommen aus etwas ganz Lebendigem und bringen es hinein in unsere Alltäglichkeit unseres Bewusstseins. Und ich glaube, man darf sagen, Inspirationsfähigkeit kann sich innerlich entwickeln durch eine meditative Arbeit, indem die Seele sich diesem lebendigen Reich nähert und dann ganz mutig in die Welt hineingeht, also bloß nicht während der Arbeit einer Blutabnahme meditativ sich vertiefen, also das geht nicht so ganz gut. Und vielleicht sucht der Arzt, der Patient sich dann auch einen anderen Arzt. Aber dass man sich innerlich gewissermaßen vorbereitet und dann damit mutig ins Leben geht und auf dieses inspirative Element gewissermaßen einmal vertraut und sieht, was will werden, was will kommen. Und dann gibt es eine zweite Frucht. Und diese zweite Frucht hat für mich einen Namen, nämlich, ich habe sie in Anlehnung an ein Wort Steiners auch bezeichnet mit der gesunden Ahnung. Nun kann man sich sagen, was soll denn eine gesunde Ahnung in unserem Leben, in unserer Medizin? Also wir, uns kann ja vieles ahnen, aber was hat das irgendwo mit, sagen wir, exakter Erkenntnis, Erkenntnisweg und so weiter zu tun? Und da macht man die Entdeckung, wenn zu einem ein Mensch kommt, vielleicht der krank ist und der, man sieht ihn das erste Mal, dann entsteht interessanterweise zu Anfang so eine gewisse gesunde Ahnung. Doch in die Richtung könnte es gehen, doch eher chirurgisch oder so.
Man nennt das in Berlin, vielleicht auch etwas weiter südlich, das Bauchgefühl. Und diese Qualität dieses Ahnens, die ist interessanterweise nicht nur bei Medizinern der Fall, sondern in meiner mathematischen Familienumgebung hat mir das auch einer bestätigt, nämlich wenn ein Mathematiker irgendwas mit einem Dreieck vor sich sieht und dann kriegt er so das Gefühl, könnte was sein mit diesen drei Winkeln und der Summe von denen, da ahnt er was. Und dann muss er es beweisen, quod erat demonstrandum. Also man hat erst einmal ein Ahnen, ein Fühlen. Und es gibt ein gesundes Ahnen, gewissermaßen das Präludium des Erkennens, möchte ich es fast sagen, wo wir etwas fühlen in unserer Umgebung oder etwas wahrnehmen am anderen Menschen, etwas Brückebildendes haben und dann dieses gesunde Ahnen entwickeln. Unser Fühlen kann inspirationsfähig werden, gerade auch für das andere, für den anderen Menschen, für bestimmte Zusammenhänge in der Welt. Und dann können wir, und das kann man, glaube ich, auch beobachten, merken, dass Meditation, wenn wir was gut einsehen, uns innerlich befeuert zu einem Tun, dass neue Willenskräfte entstehen. Und es ist schon sehr interessant, dass gerade für viele Tätigkeiten des Menschen diese innere Überzeugung, dieses Motivationale, was man in der Seele erleben und entwickeln kann, starke Kräfte sind, um dort etwas in der Welt zu bewirken. Und gerade für Therapeuten gilt ein wichtiger Satz der anthroposophischen Medizin, dass nämlich die Kräfte, die therapeutisch wirksam sind, aus einer Quelle stammen, die mit dem meditativen Leben zusammenhängen. Dann erst entstehen Kräfte, die therapeutisch wirksam sind. Und jetzt sehen wir, wie gerade das Meditieren etwas ist, was uns im Denken die Seele öffnet für das Inspiriertwerden, zu neuen Gedanken kommen, in der Seele uns dieses Ahnen ermöglicht, etwas zu antizipieren, mit dem Herzen zu sehen, um Saint-Exupéry vielleicht damit hineinzunehmen und vielleicht auch dann dazu führt, was uns in der Willenssphäre Mut geben kann, aus einem Erkennen heraus Mut entwickelt, Kräfte entwickelt für die Lebensgestaltung. Und all diese Dinge hängen zusammen, und damit habe ich auch begonnen und möchte den Bogen auch bis dahin führen, bis zu dem Heilen unseres Leibes. Meditation, Erkennen und Heilen sind Geschwister. Der eine ganz in die Bewusstseinswelt hineinführend, der andere hineinführend in das Heilende, in unsere Leiblichkeit mit herein. Und insofern gibt es dieses Zusammengehen des meditativen Erkenntnisweges eben nicht nur im Sinne eines Fahrstuhls nach oben, sondern auch einer Wirksamkeit in das Leben. Und deswegen kann und darf Meditation niemals etwas Abgehobenes sein. Aber sie braucht gewissermaßen eine innere Hygiene und auch einen inneren Ort. Sie darf sich nicht mit dem Tag vermischen. Und es gibt so ein wunderbares Wort, was wir einem Konzil von Chalcedon etwa 5. Jahrhundert verdanken. Und da wurde dargestellt, es ging darum, Gottessohn, Menschensohn, wie verhält sich das zueinander? Und da wurde gesagt, ungetrennt und unvermischt. Und dieses Wort ungetrennt und unvermischt, das gilt auch für die meditative Arbeit. So sehe ich das. Dass man sie nicht trennen kann von unserem Leben, aber sie auch in keiner Weise vermischen sollte, sodass irgendetwas mit Tag und Nacht zusammenkommen, so ein Mischbild der Dämmerung nur herauskommt, sondern es braucht dieses Ungetrennte auf der einen Seite, aber auch nicht Vermischte. Einmal, wo man ganz kräftig versucht, diesen Weg, der das Leben in Gedanken zum Leben in geistiger Wesenheit führen möchte, zu gehen. Und dann auf der anderen Seite sich ganz kräftig in das Leben stellt und dort Wirksamkeit
dann erfahren kann. Und insofern wollte ich gerne, da unsere Zeit jetzt hier sich rundet und wir auch noch ein bisschen Fragen beantworten möchten, möchte ich gerne den Bogen hier auch abschließen und bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit hier im Saal, aber auch für die Aufmerksamkeit in der Ferne bei den virtuell teilnehmenden Menschen. Vielen Dank.